Storytime, ich habe heute beim Spazierengehen eine Dame mittleren Alters getroffen, die eine relativ lange aufgewickelte Hundeleine mit sich rumgetragen hat. Das einzige Komische an der Situation war, dass weit und breit kein Hund zu sehen war. Ich habe das Ganze dann entspannt aus der Ferne beobachtet und man konnte sehen, dass die Frau immer mal wieder stehen geblieben und in den Büschen nach ihrem Hund geguckt hat, der aber irgendwie nicht so richtig in Sicht war und vor allem nicht mitgekommen ist. Wenn man die Situation kurz analysiert hat, dann war es ziemlich ersichtlich, dass es eine Frau war, die es eigentlich gut meint und glaubt, ihrem Hund etwas Gutes damit zu tun, dass sie ihn einfach bedingungslos von der Leine lässt. Aber eigentlich ist das ehrlich gesagt traurig. Die Lösung für dieses Problem hört sich relativ hart an, ist aber super simpel. Solche Hunde gehören so lange an die Leine, bis sie gelernt haben, sich im Freilauf in der Nähe ihres Menschen aufzuhalten und nicht einfach grenzenlos zu machen, was sie wollen. Wenn ihr sowas seht, weist die Leute gerne drauf hin. Häufig meinen die es nämlich wirklich nicht böse, sondern wissen es einfach nicht besser und sind im optimalen Fall sogar dankbar für den wertvollen Hinweis.